Bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass wir heute ab 17 Uhr unter twitch.tv/nickroll einen SSO-Livestream machen werden. Guckt sehr, sehr gerne in den Link, da ist der Link zu Twitch. Falls ihr einen Twitch-Account habt, lasst sehr, sehr gerne ein Follow da, falls nicht, kein Problem. Ihr könnt auch nur per Link quasi zugucken. Drückt einfach ab 17 Uhr auf den Link und dann könnt ihr auch ohne Account zugucken. Ich spiele auf Server 2 Autumn Star. Wir treffen uns wie immer auf der Starshine Ranch und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute gibt es das Star Stable Update vom 23. September 2020. Wir sind hier schon am Jorvik-Stall, denn Leute, Petunia hier am Jorvik-Stall, am Reitplatz vom Jorvik-Stall. Ich mache mal das Interface an, Leute, hat wieder ein Rennen mitgebracht. Das Rennen haben wir, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube, es war irgendwann dieses Jahr schon mal gehabt. Und Petunia sagt, hallo Dakota, ich bin es, Petunia, vom Bulldogs Reitclub in Epona. Ich nehme nächste Woche an einem Wettbewerb im Vielseitigkeitsrennen in Bovista teil und Rose Bewoof und ich müssen in Bestform sein. Da sich unser Club überwiegend auf Islandpferde konzentriert, besitzen wir nicht gerade viel Sprungausrüstung. Daher bin ich hierher nach Jorvikstall gekommen, um mit den Besten zu trainieren. Hermann hat mir geholfen, einen Kurs für das Springreiten einzurichten und im Geiste der Fairness können alle daran teilnehmen, aber nur diese Woche. Als Bonus kannst du auf der Art der Bulldogs trainieren, zu den zeitlosen Jams des besten Music Stars von Jorvik. Hey ho Raptor! Wie kann man das Springreiten seines Pferdes besser trainieren als mit Hip-Hop? Viel Glück. Okay, los geht's. Petunia hat's gerade schon gesagt, Leute. Das Ganze ist nur... Um Gottes Willen, ist es laut. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt... Oh, um Gottes Willen, gerade hören könnt. Es ist mega, mega laut. Falls nicht, schreie ich einfach ein bisschen lauter. Oh Gott, wo muss ich hin? Mein Pferd hat Wendekreis wie LKW, weil kein grüner Smiley, Leute. Leider, Leute. Ich immer mit meiner Leiter. Ich weiß auch nicht, was mit der Leiter ist. Keine Ahnung, Leute. Weiß es nicht. Der ist richtig cool. Ich finde es so schade, Leute. Warum ist der nur eine Woche drin? Es macht gar keinen Sinn, oder? Dass der nur eine Woche drin ist. Könnte doch locker jetzt einfach mal zwei Wochen drin bleiben, so auf entspannter Basis. Der ist richtig cool. Wenn ich es nicht am Anfang komplett verkackt hätte, dann glaube ich, wäre das auch eine gar nicht so schlechte Runde, ehrlich gesagt. Aber am Anfang war ich halt mal wieder maximal lost. Ihr kennt mich. Jetzt bin ich auch wieder maximal lost. Ich hab's verschrien, ganz offensichtlich. Die Musik ist auch mega, mega nice. Also kann man sich definitiv nicht beschweren. Also kann man definitiv, ehrlich gesagt, jeden Tag gehen. Macht richtig Bock, oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr das Springturnier? Ich find's richtig nice, Leute. Es macht richtig Spaß. Ehrlich, wirklich so, so schade, Leute, dass es nur eine Woche da ist. Das Ganze hat jetzt 125 XP für mein Pferd gebracht und lol, wir können das nochmal gehen. Ein paar Sekunden später. So, mein zweites Rennen habe ich definitiv besser gemeistert wie mein erstes. Ich habe es euch bestimmt, Leute, nicht gezeigt. Ich bin auf jeden Fall unter einer Minute durchgekommen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an meine erste Zeit erinnern, aber ich hätte gesagt, das war definitiv eine bessere Leistung wie beim ersten Mal. Wow, du und Lightfeather habt diese Sprünge ja tierisch gut drauf. Aber man kann sich natürlich immer verbessern. Du kannst einmal am Tag hier trainieren, solange der Übungsplatz geöffnet hat. Komm also unbedingt zurück und versuche das nächste Mal noch eine bessere Zeit zu erreichen. Wir bekommen 125 XP fürs Pferd, 50 Schillinge und mein Pferd ist Level 6. Woohoo! Das Springturnier ist aber nicht das Einzige, was reinkam. Wir haben auch neue Ausrüstung bekommen. Ich habe es gerade schon aufgemacht, Leute. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es gibt nur ein einziges Set. Like so. Ach so, wir können die Gamaschen nicht tragen. Ja, moin. Das sieht aber richtig hübsch aus. Das gefällt mir tatsächlich richtig gut, Leute. Das passt auch extrem gut zu meiner kleinen Light hier. Sieht richtig gut aus. Gefällt mir definitiv. Das einzige Problem, was ich definitiv habe, Leute, ist... Es gibt keine Decke dazu. Wo ist denn die Satteldecke dazu? Das ist mega traurig. Also ich hätte gesagt, man geht am besten mit einer... Moment, im Besitz anzeigen, weil ich habe die, glaube ich, schon. Am besten, glaube ich, geht man irgendwie mit einer weißen Satteldecke. Das, glaube ich, sieht ganz gut aus. Alle anderen Satteldecken sind, glaube ich, ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen zu grell. Aber die weiße geht. Aber
Wisst ihr, was ich cool gefunden hätte, wenn die so einen Flieder genommen hätten? Weil Flieder gibt's nicht wirklich. Von daher hätte ich das richtig gut gefunden. Schade, dass das nicht dazu kam. Für die Kleidung des Charakters gibt es auch etwas Neues. Und zwar ist das eine Schuluniform. Oh mein Gott, das feiere ich richtig, Leute. Es gibt unterschiedliche Styles. Ich hätte gesagt, entweder das hier mit dem Rock. Der Rock ist richtig cool. Oder eben hier auf, auf ganz entspannt. Ich weiß nicht, ob es entspannt ist, Leute. Die Hose ist echt schlimm. Die Hose ist echt schlimm, oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr die Hose? Ich finde die Hose echt schlimm. Der Rock, den finde ich eigentlich ganz niedlich. Und diese kleine kurze Bluse finde ich eigentlich auch echt super süß gemacht. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich würde es vermutlich eher so tragen. Denn so sehen wir irgendwie gefühlt mega süß aus. Und wisst ihr, was ich noch richtig feiern würde? Wenn ich irgendwie jetzt rote Boots dazu anhätte. Weil ich glaube, ich habe sogar rote Boots, Leute. Falls ihr bei Farah auch erst so weit seid wie ich, Leute. Ich bin gerade bei Level 5 von 12. Ich bin mega, mega faul. Dann wird euch vielleicht interessieren, dass wir jetzt nicht nur nach Moorland und nach Südhof ausliefern können, sondern wir haben jetzt weitere Lieferorte zur Verfügung. Ich persönlich behaupte, das gab es schon seit letzter Woche, denn letzte Woche beim Stream ist uns aufgefallen, dass wir weitere Lieferorte hatten. Also ich streame ja jeden Mittwoch, Leute, Star Stable auf Twitch unter twitch.tv/nickroll. Kommt sehr, sehr gerne heute vorbei ab 17 Uhr und da ist uns aufgefallen, dass wir mehrere Sachen haben. Heute müssen wir zum Purple Pony, zu Frau Holdsworth und zu Big Bonnie. Purple Pony und Big Bonnie sind definitiv auch wieder neu. Da freue ich mich mega drauf, Leute. Das machen wir natürlich wie immer gemeinsam im Stream. Und seid gerne dabei. Falls ihr keinen Twitch habt, dann klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung ab 17 Uhr. Dann könnt ihr auch ohne einen Account zuschauen. Das war's auf jeden Fall von der Update News diese Woche. Nächste Woche feiern wir SSOs 9. Geburtstag. Es ist einfach nur unfassbar, Leute. SSO wird 9 Jahre alt und ich kann ehrlich gesagt nicht fassen, dass ich auch schon so lange dabei bin. Also nicht 9 Jahre, Leute, aber ich spiele seit Ende 2012 mit diesem Account, seit Anfang 2013 und das ist echt schon auch eine richtig, richtig lange Zeit, Leute, oder? Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch sehr, sehr gerne eine Like, einen Kommentar und lasst ein kostenloses Abo da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis später im Stream beziehungsweise bis später im Video. Es kommt noch ein Star Stable Horses Video. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!